Grundsätzlich benötigtes Spleißwerkzeug, um die gängigsten Spleiße zu produzieren, sind als erstes einmal farbliche Marker, um die Längenmarkierungen auf den Seilen machen zu können. Also für dunkle Seile eben auch eventuell einen weißen Lackmarker. Weiters ein Spleißnadelset, so wie es jeder kennt. Hohlnadeln und Displacer. Hohlnadeln und Displacer unterscheiden sich in der Funktionsweise dadurch, dass ich bei einer Hohlnadel das Seil hinten einspanne und von vorne in den Kern einfädle. Mit dem Displacer gehe ich zuerst in den Kern und ziehe dann das Seil heraus. Das sind zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Jüngere Leute bevorzugen das Spleißen mit den Displacern. Ich finde, die Kombination aus beiden ist am effektivsten. Weiters benötige ich zum Öffnen von Seilen, wenn ich meine Hohlspleißnadeln nicht zerstören will, beziehungsweise zum Spleißen von 3-Strand Ropes, einen Feed, der, wie man schon sieht, ein bisschen benutzt worden ist. Aber wenn das mit den herkömmlichen Spleißnadeln diese Ecken passieren, dann bleiben sie im Kern des Seils immer stecken und machen das Seil unspleißbar. Zum Schneiden der Seile benötige ich meiner Ansicht nach zwei Utensilien. Man kann aber auch mit einem auskommen. Eine Dynamo-Schere, die, sage ich jetzt, durch Dynamo wirklich gut schneidet, ist sehr wichtig. Funktionieren tut die nur dann, wenn sie auf einer Seite der Schere eine Mikroverzahnung hat. Und ein gutes und scharfes Messer für Leute, die nicht so oft spleißen, sind, sage ich, scharfe Keramikmesser sehr praktisch. Für Leute, die wirklich sehr, sehr viel spleißen, würde ich nachschleifbare Edelstahlmesser nehmen. Der wichtigste Punkt ist beim Messer, dass ich einen Fangschutz habe für die Finger. Also das heißt, dass nicht die Klinge geradeaus läuft, weil man kann abrutschen und dann fährt man über die Klinge, beziehungsweise kann ich so eben am Brett schneiden. Für die gröberen Arbeiten kann es sein, dass ich einen Hammer bzw. eventuell Karabiner und Seilschlingen benötige, um die Seile eventuell wo anzuhängen, um mit vollem Körpereinsatz dran anziehen zu können. Was man dann noch benötigt, sind diverse Klebebänder, Tixus, um die Seile vorm Ausfransen zu hindern. Ich nehme da ganz gerne einen handelsüblichen Dixo bzw. Isolierband. Weiters sehr wichtig sind, sage ich, Feuerzeuge, die, sage ich, wie jetzt diese hier, wie Bunsenbrenner funktionieren und ganz normale Standardfeuerzeuge, um die Seile ablöten zu können. Wenn ich viel spleiße, werde ich auch nicht um einen Heißschneider herumkommen. Die gibt es in zwei Varianten, entweder in elektrisch mit Strom betrieben oder in elektrisch mit Akku betrieben. Der Akkubetriebene zahlt sich sicherlich für Leute, die sehr, sehr viel spleißen oder das beruflich machen, aus. Für alle anderen ist er ein sehr schönes, sehr teures Geschenk. So,
Wie gesagt, was natürlich noch gelegentlich wichtig ist, ist eine Zange, um Sachen, die ich mit den Fingern nicht greifen kann, kann ich mit einer Zange sehr gut fixieren und greifen. Am Arbeitstisch ist vernünftiges Lineal ganz praktisch. Und dann brauche ich Maßbänder, die mindestens so lang sind, wie das Seil ist, das ich bearbeiten will. Also das heißt, wenn ich das genau ablängen will auf 10 Meter, dann sollte ich zumindest ein 10 Meter Maßband auch da haben. Für den Spleiß an und für sich reicht mir ein Längenmaß von ungefähr einem Meter aus oder ein Lineal mit 50 cm bis einem Meter. So, das war an sich alles ein Werkzeug, was ich zum Spleißen benötigen kann.